Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen hier zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir jetzt schon wieder Gran Turismo 2, diesmal aber die NTSC-Version. Und wir spielen auch die Plus-Modifikation. Was die Plus-Modifikation genau ist, das werde ich euch gleich genauer erklären. Und ich spiele das Spiel auf Duckstation, also auf einem PS1-Emulator mit schön 4K und 60 FPS auch. Und ja, wir werden das Spiel auch wieder 100% durchzocken auch. Und es ist erstmal ein reines Video-Let's Play. Also ich werde die ersten, keine Ahnung, 50 Parts oder so erstmal als Video rausbringen. Und sobald wir die Ausdauerrennen fahren werden, ja, dann werde ich auch streamen natürlich. Ja, wir starten ein neues Spiel. Wir haben keine Fahrzeuge aktuell. Wir haben, nicht wundern, 1 Million Credits. Das liegt daran, dass wir die japanische Version spielen, wie gesagt. Und in der japanischen Version ist die Währung ein kleines bisschen anders. Da haben wir halt schon 1 Million Credits, aber die Autos kosten auch entsprechend mehr Kohle. Ja, Gran Turismo 2, mein Lieblingsteil. Viele wissen das von euch wahrscheinlich schon, dass ich Gran Turismo 2 liebe bis zum geht nicht mehr. Und ja, einfach Nostalgie-Flash hier. Ich liebe dieses Spiel, weil wegen der Nostalgie, ich bin mit dem Spiel aufgewachsen. So, ich erkläre euch, was die Plus-Modifikation ist. Und zwar mit der Plus-Modifikation, ja, sind hier einige Bugfixes gemacht worden und auch neue Autos sind hinzugefügt worden. Ich kann euch mal ein Auto als Beispiel zeigen, und zwar hier dieser Wagen hier, ein CLK Race Car. Den Wagen konnte man schon in Gran Turismo 2 fahren, aber der war im Quellcode versteckt und der war so nicht ja, spielbar gewesen, der Wagen. Also man konnte den Wagen nicht so wie hier jetzt einfach hier kaufen, sondern der war einfach im Quellcode versteckt. Nur über Cheat Engine oder über irgendwelche andere Cheat-Programme konnte man den Wagen aufrufen. Vauxhall und Opel kann man jetzt auch sofort kaufen, ne? Also in der Fallversion war das so, wenn man das Spiel auf Deutsch einstellt, konnte man nur Opel kaufen. Wenn man das Spiel auf Englisch einstellt, dann konnte man nur Vauxhall kaufen, ne? Das ist zum Beispiel dazu gekommen. Viele neue Autos, wie gesagt, viele neue Lackierungen, viele neue Farben sind auch hinzugefügt worden für verschiedene Autos. Ich kann euch zum Beispiel hier Jaguar zeigen. Und zwar gibt es ja von diesem Wagen hier eigentlich nur, meine ich, in Grün. Kann man nur in Grün. Nee, in der Farbe konnte man den Wagen eigentlich nur kaufen, aber sind diese Farben hinzugefügt worden. Euch alle Neuerungen jetzt aufzulisten, zu erklären, das wird ein bisschen dauern. Deswegen, das werden wir im Laufe des Let's Plays auf jeden Fall merken. Apropos, wir werden auch Autos gewinnen, neue Autos gewinnen, die wir nicht so im Standardspiel gewinnen. Also sprich, das sind Autos, die halt neu dazugekommen sind. Also wir werden immer wieder neue Autos sehen hier. Und ja, ich möchte jetzt nicht lange um den heißen Brei reden. Wir starten einfach mal ein neues Spiel hier. Und ja, unsere Aufgabe ist es mal, ein Auto zu kaufen. Oder wir können uns die Lizenzen jetzt erstmal sofort holen. Aber ich werde es mal so machen: Wir brauchen aktuell keine Lizenz, um Rennen zu fahren. Und dementsprechend möchte ich mir schon mal ein Auto kaufen. Und das beste Starterfahrzeug hier in Gran Turismo 2 ist, glaube ich, also das habe ich immer als Kind gekauft, eine gebrauchte Supra. Ja, aber nicht die Mark IV Supra, glaube ich, ne? Also nicht die, ne, die bekannteste Supra, sondern halt die davor, die Supra. Und zwar, ja, ist alles auf Japanisch, aber ich habe schon mal nachgeschaut. Und zwar dieser Wagen hier. Ich meine, der kostet hier umgerechnet in der PAL-Version 9.300 Credits. Und ist, glaube ich, so das beste Starterfahrzeug, ne? 280 PS, okay, wiegt ja auch 1,5 Tonnen, aber trotzdem, ey, das für den Preis, Preis-Leistung her, super, einfach super. Und ja, dann werden wir einfach mal den Wagen kaufen hier. 69.000 Credits haben wir nur noch. Ah, naja, egal. Wir werden dann auf jeden Fall schon genug Kohle haben, auch dann im Laufe des Spiels, hoffentlich. Gut, dann haben wir schon unser erstes Fahrzeug hier und wir werden auch schon mal hier direkt die ersten Rennen auch fahren. Und nicht wundern, also das geht richtig flott hier, die Ladezeiten. Ich habe es so im Duckstation eingestellt, dass die Ladezeiten deutlich schneller gehen jetzt. Also das werdet ihr auch schon direkt merken, ne? Schon kommt hier der Ladebildschirm, oder beziehungsweise nicht Ladebildschirm, sondern dieses Bildschirm halt hier, Menü. Und zack, schon fast PlayStation 5 Niveau, die Ladezeiten. Das ist schon echt genial. Und ja, wir spielen das Spiel auf 4K und 60 FPS, also 4K nicht ganz. Das Video nehme ich auf 1440p auf, weil meine CPU nicht in der Lage ist, 4K aufzunehmen hier mit OBS. Deswegen eigentlich nur 1440p, aber hier intern ist das Spiel in 4K.
skaliert und sieht halt deutlich, deutlich hübscher aus, als wenn man es auf der PS1 spielt. Und ja, auch mit 60 FPS und vielleicht fragen sich einige von euch, ja, wie zockt denn das Spiel bitte mit 60 FPS, weil das Spiel konnte man eigentlich nur mit 30 FPS auf der PS1 spielen, wenn man die NTSC-Version hat. Und ich glaube 25 FPS, wenn man auf der PAL-Version spielt. In der Videobeschreibung habe ich da einige Cheatcodes verlinkt, also einen Link verlinkt, so, ja, von Silent oder Cookie Monster. Das ist halt ein bekannter Modder, der unter anderem auch viele GTA-Mods oder Silent-Patch für GTA San Andreas rausgebracht hat. Der ist halt recht bekannt und der hat für das Spiel halt einige Cheatcodes hinzugefügt. Und wenn man diese Cheatcodes aktiviert in DuckStation, dann, ne, unter anderem halt hier 60 FPS. Reitbildschirm ist auch hier supported mit so einem Code. Und was habe ich noch hier so gemoddet? Ich glaube, genau, ich habe hier eingestellt in DuckStation, dass ich hier 8 MB Arbeitsspeicher habe und dadurch habe ich weniger Plop-Ins hier, ne? Also klar, es ist halt ein PS1-Spiel und wir haben, glaube ich, eine Renderdistanz von gerade mal nur 10 Meter oder so gefühlt, aber halt deutlich besser weiterhin, als wenn man es original auf der PS1 spielt. Und ja, ich finde, das Spiel sieht so echt umwerfend aus. Ja, sieht natürlich halt nicht so gut aus wie jedes Mobile-Spiel, was man so aktuell auf dem Smartphone so zocken kann. Aber trotzdem, also, boah, hat was, ne? Also, sieht schon echt eigentlich ganz gut aus. Und auch generell für ein PS1-Spiel sieht Gran Turismo 2, ja, ganz, ganz cool aus. Aber GT3 sieht Welten besser aus und ja, wir werden auch GT3 irgendwann re-let's playen und da ebenfalls würde ich es auch mit dem Emulator spielen und das auch schön mit 4K und 60 FPS. Ich glaube, ja, genau, 60 FPS in GT3 ist ja schon standardmäßig, ne, das muss ich halt keine Cheats oder so hinzufügen, aber 4K halt, ne, richtig schön. Muss nur halt gucken, ob das der Rechner von mir auch packt, das halt zu spielen und gleichzeitig aufzunehmen auch, ne? Also bin mal echt gespannt. Und ein kurzes Rennen. Das ist übrigens Tahiti Road, die Strecke. Exklusiv nur in Gran Turismo 2 und danach fährt man nie wieder mal auf dieser Strecke in der Gran Turismo Serie. Sehr schade eigentlich, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn die Strecke vielleicht für Gran Turismo 7 irgendwann rauskommt, also bezweifle ich stark, aber dann, ey, ohne Scheiß, die Umgebung sieht hier echt hübsch aus und hier, Tahiti Maze ist auch eine Rallye-Strecke, die konnte man zum Glück auch dann in GT 3 und 4 wieder fahren. Und stellt euch mal vor, Tahiti Maze mit Gran Turismo 7 Grafik, ey. Oh mein Gott, Tahiti Maze, wunderschöne Strecke auch. Ja, die Ladezeiten, wunderbar, wunderbar, also schon fast PS5-Niveau, wie gesagt. Und nicht wundern, ich war am Anfang jetzt relativ schnell, aber die KIs, die werden jetzt schneller und ich glaube, ja, okay, jetzt haben wir schon direkt alle überholt, aber glaubt mir, die Rennen werden halt schon recht spannend auch wegen Gummiband-KI. Ja, denn ich glaube, in Gran Turismo 2 war Gummiband-KI schon extrem hartnäckig auch. Also nicht so hartnäckig wie Need for Speed Underground 1, aber trotzdem, die können jetzt hier auf jeden Fall mithalten. Also ja, ich habe ja zwar direkt am Anfang alle überholt, aber jetzt bleiben die auf einmal die ganze Zeit hinter mir. Ist halt zum einen cool, dass die Rennen dadurch ein bisschen spannender werden, aber es ist halt ein bisschen unfair, wenn man halt richtig sauber fährt und richtig gut fährt und so weiter und die fahren trotzdem halt die ganze Zeit hinter dir her. Und dann, wenn du auf einmal einen Dreher machst oder so, hast dann 10 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten, aber dann holst du das irgendwie in 9 oder, ja, in halbe Runde schon auf, die 9 Sekunden oder 10 Sekunden. Und das fühlt sich so irgendwie nicht gut an, finde ich persönlich, aber naja, dadurch sind die Rennen ein bisschen spannender auch, ne, und für euch auch spannend, für mich vielleicht ein bisschen nervig. Naja, ich werde natürlich hier 100% auch erreichen, also alle Rennen muss ich hier gewinnen, um 100% zu erreichen. Ich glaube, in der NTSC, in der japanischen NTSC-Version gab es einen Bug, dass man das Spiel nie zu 100% durchspielen konnte, weil bei irgendeinem Muscle-Car-Rennen wurde das Rennen, also auch wenn man das Rennen gewonnen hat, wurde das nicht irgendwie als gewonnen gewertet. Und man konnte, glaube ich, in der japanischen NTSC-Version das Spiel nie zu 100% durchzocken. Da stand irgendwie dann drauf nur 99,7% oder so die ganze Zeit. Und durch diesen Plus-Mod hier, ja, das ist halt diesen Bug behoben. Also viele andere Bugs sind auch behoben, auch in der Videobeschreibung habe ich auch
verlinke ich auch dann die Mod. Kann man sich im GT Planet Forum auch runterladen. Ist auch nichts Illegales oder so. Man braucht halt eine legale Kopie von dem Spiel. Und man muss einfach dann die ISO-Datei dann halt mit so einer Datei halt patchen sozusagen. Ne? Ja, das war es auch schon. Zweite Runde und Victory. Neißenstein. Ach, diese Ladezeit, ne, ohne Mist, das ist schon echt, echt nice, muss ich ehrlich sagen. Also schon deutlich gemütlicher als auf der PS1. Natürlich, von der Nostalgie her ist das jetzt nicht so wie wenn man es auf der PS1 spielt, aber trotzdem, es ist schon was anderes und deswegen auch ein Re-Let's Play mit einem Emulator. Mal was Neues ausprobieren auch, ne. Eigentlich bin ich nicht so der große Emulator-Fan, aber irgendwie seit über einem Jahr, also knapp über ein Jahr, habe ich irgendwie schon das, finde ich das schon eigentlich ganz cool, dass man alte Spiele auch auf PC zocken kann. Also vor allem alte PS1-Spiele, ne, wie Gran Turismo, kann man ja auch prima jetzt auf dem PC zocken. Ich hoffe, dass wir eines Tages auch mal Gran Turismo 5 auf PC zocken können. Kann man zwar auch, aber das Spiel stürzt auf PC sehr häufig ab, weswegen ich da auch kein Let's Play aktuell geplant habe zu GT5. Aber wenn eines Tages in 5 oder 10 Jahren die Emulation so gut läuft, dass man auch auf PC ohne Probleme GT5 zocken kann, wer weiß, dann will ich dann wieder GT5 Let's Playen und das auf PC dann auch. So, Red Rock Ready übrigens, eine richtig coole Strecke, auch Gran Turismo 2 exklusiv sozusagen. Auch die Strecke vermisse ich sehr, weil ich finde eigentlich, ja, finde ich die Strecke cool aus, so vom Layout her, was interessant ist, halt so eine halbe Ovalstrecke und halt eine normale Strecke auch, ne? Also viele Bankings sind hier auch, ne? Und einzigartig vom Layout her, finde ich. Und echt schade, dass Red Rock Rally nicht in neuen Teilen dabei sind. Also ich hoffe, dass vielleicht Polyphony für Gran Turismo 7 mal also Nostalgie-DLC rausbringt mit richtig nostalgische Rennstrecken wie Haiti Road oder Red Rock Rally. Grindelwald werden wir auch noch gleich sehen. Auch eine schöne Strecke, wie ich finde. Ich glaube, Grindelwald ist sogar nicht so weit entfernt von Eiger Nordwand. Also Eiger Nordwand und Grindelwald liegen ja beide in der Schweiz. Ne? Und ich habe da, glaube ich, irgendwie ein Video von Matthew gesehen. Der hat ja so ein Video rausgebracht mit so 25 Trivias oder sowas ähnliches, so Gran Turismo, so der Gran Turismo-Reihe. Und der hat gemeint, dass Grindelwald wirklich nur irgendwie 20 Kilometer von Eiger Nordwand entfernt ist. Ja, und wer weiß, vielleicht sehen wir Grindelwald wieder in GT7, bezweifle ich aber auch stark. Aber sag niemals nie, ne? Wer weiß, vielleicht werden wir Grindelwald wieder sehen. Ja, wäre cool dann auch, ne? Übrigens hier, die Lieder sind alle copyright-frei. Ich kann also die Lieder sowas von laut hier drehen, aber das werde ich nicht tun. Wir spielen ja hier die NTSC-J-Version und komischerweise, ich weiß nicht wieso, aber die unterschiedlichen Regionen haben unterschiedliche Soundtracks auch. Also viele von euch kennen ja die PAL-Soundtracks auf jeden Fall, also ne, hier Fatboy Slim, ne, Fa und In Heaven. Das ist, glaube ich, so das bekannteste Lied hier in GT2. In der japanischen Version sind es halt so mehr so klassische Lieder, also ohne Vocals auch, nur halt so Instrumentallieder. Und ich muss ehrlich sagen, also die Lieder hier in GT2, die hören sich schon cool an, aber nichts Besonderes. Da fand ich die Lieder in Gran Turismo 1 schon eigentlich cooler auch. Und sieht man ja auch in GT7. In GT7 hört man ja auch einige alte Lieder, auch unter anderem einige Gran Turismo 1 Lieder. Also von der japanischen Version. Und die Lieder, die hier man hört, die kenne ich gar nicht. Ich glaube, das einzige Lied, das ich halt kenne, ist halt nur Moon Over the Castle, aber ja, dieses Lied hören wir leider nicht im Rennen irgendwie. Habe ich zumindest jetzt beim Probedurchlauf nicht gemerkt. So, Sunny Cup haben wir abgeschlossen. Da machen wir mal Clubman Cup zu Ende. Da können wir auch zwei Rennen fahren hier, ohne Lizenz. Und wir sind dann noch nicht fertig, wenn wir die zwei Rennen abgeschlossen haben. Wir können noch ein weiteres Rennen gleich fahren. Und ja, hier fahren nur alte Fahrzeuge, beziehungsweise auch moderne Fahrzeuge, halbwegs moderne Fahrzeuge. Lucas Elise sehe ich da vorne und hier diesen Fiat. Ich habe wieder vergessen, wie der Wagen hier heißt. Fiat Coupé? Ist das Fiat Coupé? Nee, Fiat Coupé ist ein anderes Fahrzeug. Aber das sind halt so kleine, leichte Fahrzeuge. Aber trotzdem sind wir schneller erstmal. Zum Glück.
Also unsere Supra, die ist schon halt eine Super-Supra. Ne? Supra-Supra. Nee, Super-Supra. So, keine Ahnung. Rom übrigens, auch eine cooles Layout von Rom. Ich finde dieses Layout hier deutlich besser. Also jetzt, ich meine jetzt nicht dieses Layout, es gibt halt noch ein längeres Layout hier von der Strecke. Und das längere Layout finde ich halt besser als das Layout von GT5 und GT6. Weil in GT5 und GT6, das ist einfach fast schon eine Ovalstrecke mit drei Kurven oder so. Da finde ich halt die Rom-Version von GT5 irgendwie langweiliger auch. Und hier, die sieht halt deutlich abwechslungsreicher aus von der GT2 und GT3 Version. Leider ab GT4 Rom nicht mehr dabei. Also zumindest in diesem Layout hier leider nicht dabei. So, die können gut mithalten dank Gummiband-KI. Aber... ja, wir werden das Rennen auch, glaube ich, lockerflockig gewinnen. Das nächste Rennen wird aber auf jeden Fall interessanter. Da sind die Gegner auch schneller. Und mal schauen, ob wir da auch dann First Try das Rennen gewinnen werden. Aber erstmal dieses Rennen hier gewinnen, weil diese Kurve ist immer richtig hartnäckig. Ich fahre die irgendwie total langsam. Ja, die KIs, die machen ein bisschen Wallrider. Die nehmen halt hier auch die Bande. Ja, aber wir können noch einen soliden Vorsprung hier rausfahren. Aber das Lied hier zum Beispiel gefällt mir. Das ist halt so auch so ein bisschen Anime-mäßig hier, ne? Also so von der Gitarre her hört sich so ein bisschen recht Anime-mäßig an, ja. Also Soundtrack ist okay, aber jetzt nichts Krasses. Ja. So, und letzte Kurve. Ja, leicht verkackt, aber trotzdem können wir hier einen soliden Vorsprung noch weiterhin ausfahren. Neißenstein. Und Victory! Oh, ich liebe so kurze, knackige Rennen. Richtig abwechslungsreich, der erste Part. Weil bam, 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 bam. Immer neue Strecken sehen wir hier. Und 500.000 Credits. Das sind umgerechnet 5.000 Credits dann in der PAL-Version. Also ist jetzt nicht so viel Geld. Und die nächste Strecke ist schon Grindelwald. Genau, da steht auch Grindelwald. Finde ich ein bisschen blöd, dass wenn man halt das Rennen auswählt, dass da die Strecke auf Japanisch geschrieben ist und erst wenn man im Menü ist, dann kann man da auch wirklich lesen, auf welche Strecke man fährt. Ne? Also ich kenne halt Sunday Cup und Clubman Cup in- und auswendig, deswegen weiß ich, auf welche Strecken wir fahren, aber sobald wir hier, keine Ahnung, die FH-Meisterschaft oder so fahren, da kann ich da halt bei diesem Rennauswahl-Bildschirm da nicht lesen, auf welche Strecke wir fahren. Das ist immer halt so eine kleine Überraschung dann auch. Wundert mich auch, dass das Spiel hier relativ viele englische Wörter auch hat. Also hier ist ja alles auf Englisch nur. Ich habe das ja auch im Gran Turismo 1 wie Let's Play so meine Theorie gehabt. Es hat vielleicht Polyphony mit Absicht gemacht, beziehungsweise vielleicht die japanische Regierung auch, damit die Japaner besser Englisch können. Weil irgendwie, ich habe da immer so gehört, dass die Menschen dort in Japan nicht so gut Englisch können. Ne? Ich kann ja auch nicht so gut Englisch, aber... ich glaube, ich kann besser Englisch als viele Japaner in Japan. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich habe auch irgendwie gehört, in Frankreich, da können auch sehr viele nicht so gut Englisch. Keine Ahnung, wieso. Vielleicht sind sie halt so sehr verwöhnt, dass da alles auch für sie übersetzt wird. Ne? Also auf Französisch oder hier bei uns auf Deutsch alles übersetzt. Und da muss man halt nicht so gut Englisch können. Ja, ich habe irgendwie so Probleme, Englisch zu sprechen, aber... ich gucke mir halt gerne so englische YouTube-Videos an und da verstehe ich einfach alles eigentlich. Aber sobald ich dann halt irgendwie was erzählen soll auf Englisch, ey, dann habe ich da richtig Probleme dann auch. Da struggle ich auch mal richtig. Because my English is not the yellow of the egg, ne? Aber das wissen ja die meisten von euch, ne? Weil ich habe ja einige Zuschauer und die aus, keine Ahnung, aus Italien kommen, zum Beispiel der Alessandro. Der kommt aus Italien und der schreibt ja gerne auf Englisch, wenn ich streame, im Chat. Und das struggle ich halt ein bisschen, ne? Aber hier will ich nur Deutsch reden. Steht ja auch hier im Titel, ne? Dass ich hier auf Deutsch spiele, beziehungsweise dass Deutsch kommentiert wird. Da kann sich keiner beschweren, warum ich hier nicht Englisch rede. Nein, was laber ich da für ein Bullshit, keine Ahnung. Eigentlich wäre es besser, wenn ich auf Englisch kommentiere, weil dadurch mehr Aufrufe und so weiter. Aber wie gesagt, mein Englisch ist nicht gut und ich möchte lieber halt die ganzen Videos auf Deutsch machen. Da haben wir halt hier eine deutsche Community und finde ich halt so deutlich besser, wenn ich dann halt auf Deutsch mache und halt nur deutsche Zuschauer auch gucke. Ich habe ja die Möglichkeit auch Statistiken anzuschauen, aus welchen Ländern halt die Zuschauer kommen. Natürlich auch Platz 1 Deutschland.
Auf Platz 2 war eigentlich die ganze Zeit Japan gewesen, aber seit kurzem irgendwie, ich weiß nicht wieso, Südkorea auf Platz 2. Ich weiß nicht, warum ich so viele südkoreanische Zuschauer habe. Und Österreich nur auf Platz 3 und Schweiz irgendwie ganz weit hinten auf Platz 8 oder so, meine ich. In der Schweiz, da sprechen auch viele Menschen auch Italienisch oder so. Ich weiß gar nicht, wie die das da eigentlich schaffen, sich, ne, wie man, also ich glaube, die Hauptsprache in der Schweiz ist ja halt Deutsch, Italienisch und Französisch, keine Ahnung. Aber wenn jetzt einer dort nicht Deutsch kann, wie unterhalten die sich dann auf eine andere Sprache, halt auf Italienisch oder so? Also müssen die Schweizer irgendwie 3 Sprachen können. Genauso wie Luxemburg. Da habe ich mega Respekt vor Luxemburger. Die, die können ja irgendwie gefühlt 20 Sprachen, ne? So, da haben wir jetzt auch Klappmann vorübergehend erstmal abgeschlossen. Wir brauchen die B-Lizenz, die National-B-Lizenz, um das nächste Rennen fahren zu dürfen. Aber wir können noch ein weiteres Rennen hier fahren, und zwar Lightweight K-Cup, also die Kai-Meisterschaft. Aber unser Wagen ist zu schnell, 150 PS maximal erlaubt, und unser Wagen hat 280 PS. Finde ich cool, dass hier auch angezeigt wird, oder beziehungsweise dass hier halt, ne, dass die Regel hier sozusagen dabei ist, dass man halt nur eine bestimmte Anzahl an PS hier haben darf für manche Rennen. Das war in GTA 1 nicht so, glaube ich, gewesen. Da konnte man halt auch overpowerte Fahrzeuge nehmen, und hier finde ich es halt deutlich besser. Ja, jetzt müssen wir uns ein Kai-Fahrzeug kaufen, und ich habe mir auch da schon ein Fahrzeug rausgesucht, und zwar Suzuki. Ich habe 2,3 Millionen Credits, aber ich muss trotzdem so ein bisschen auf das Geld achten, und wir kaufen uns das günstigste Suzuki-Modell. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Modell hier ist. Also in RSR kann ich hier nur lesen. Ach, hier, AltoWorks RSR. Ist das günstigste Fahrzeug hier von Suzuki, und 64 PS, ja, ist schon halt okay, aber wir können hier noch den Wagen ein bisschen tunen. Ich kaufe mir den Wagen erstmal. Wir können jetzt auch vielleicht die anderen Fahrzeuge mal anschauen, solche Fahrzeuge halt, ne, aber ne, ja, der Wagen sieht auch kacke aus hier. Aber der Wagen ist eigentlich ganz cool, AltoWorks, ich glaube, ja, in GT3 können wir auch den Wagen kaufen. Und, Suzuki Cappuccino, ist das ein neues Fahrzeug? Wir können ja mal bei New nachschauen. Genau, das sind halt so neue Fahrzeuge, in Anführungszeichen neu. Als das Spiel rauskam, waren die neu, aber heute sind die Autos auch über 20 Jahre alt. Holy moly. Gut, wir tunen noch den Wagen sicherheitshalber für das nächste Rennen. 150 PS sind maximal erlaubt, und Turbo ist eigentlich immer so, da kann man eigentlich das meiste mal rausholen. Auch vom Preis-Leistung her das Beste. Und da werde ich auch Stufe 1 dann kaufen. Super, 105 PS haben wir auch, passt, und dann starten wir mal das nächste Rennen hier. Ich glaube auch das letzte Rennen für heute, weil es ist auch das einzige, das letzte Rennen, das wir hier fahren können ohne Lizenz. Und dreimal dürft ihr raten, auf welcher Strecke wir jetzt fahren. Also hier kann man es jetzt noch nicht lesen, aber hier wieder. Rom Short Course, also die kurze Variante von Rom. Und let's go, Ich versuche auch, mich an die Gegner zu orientieren. Also die fahren alle halt mit Kai-Autos. Theoretisch könnte ich hier zum Beispiel auch mit einem europäisches Fahrzeug hier das Rennen fahren. Aber ich werde mich schon an die Gegner orientieren. Also wenn die Gegner halt Kai-Autos fahren, dann fahre ich auch ein Kai-Auto. Wenn die Gegner, keine Ahnung, Old Muscle Cars fahren, dann fahre ich auch mit einem Old Muscle Car. Ich könnte theoretisch bei der Old Muscle Car Meisterschaft ein modernes Muscle Car Fahrzeug nehmen. Ich kann sogar auch ein japanisches Fahrzeug nehmen. Ich werde mich aber immer an die Gegner orientieren. Cool, ein AZ1. Schönes Fahrzeug, und ich glaube, die Lackierung ist auch neu. Ich meine, man kann den Wagen nur in Rot kaufen. Bin ich mir aber jetzt auch nicht ganz sicher. Aber hier, die Farbe scheint mir neu zu sein. Also dank der Plus-Modifikation, ne, sehen die Autos halt anders aus. Also eine andere Lackierung. Eine andere Rennlackierung, also es gibt da halt noch viele Rennlackierungen, die neu dazu gekommen sind. Unter anderem bei Ford Taurus gibt es eine Nesca-Lackierung. Ja, die war auch geheim Quellcode versteckt. Ich glaube, aus Lizenzgründen oder so dürften die halt die Lackierung eigentlich nicht so präsentieren im Spiel. Aber dank der Modifikation können wir halt auch die Lackierung auch aussuchen. Ah, okay. Die sind hartnäckig, die Gegner, aber wir sind weiterhin noch schneller. Jetzt müssen wir gleich auf diese eine blöde Rechtskurve achten. Ey, da fahre ich die Kurve immer total falsch. Ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen, hoffentlich. Ja. Übrigens, was auch cool ist, ich habe auch einen Cheat aktiviert. Ich kann hier Rückspiegel aktivieren. Aber das Blöde ist,
ist ein bisschen zu weit hoch. Also wenn man jetzt hier wechselt, dann ist der Spiegel sozusagen ein bisschen tiefer. Und ich sehe jetzt zum Beispiel das Altos nicht. Also halt total unnötig. Was auch ganz cool ist, wenn ich den linken Analogstick gedrückt halte, komplett an ohne hat. Ganz cool für Thumbnails. Wenn ich Thumbnails schießen muss, kann ich das halt deaktivieren. Also wenn ich auch Wiederholungen hier anschaue, kann ich HUD deaktivieren und dann sehen die Screenshots deutlich cleaner aus, ohne irgendwelche HUD-Elemente. So, jetzt... Oh, 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 oh! Der mit dem AZ... Oh, jetzt muss ich aber richtig hart verteidigen. Ein spannendes Rennen hier, oh mein Gott. Okay, aber sollten wir jetzt auch eigentlich schaffen. Ich werde jetzt notfalls hier hardcore die Linie blockieren. Aber sieht soweit ganz gut aus. Nice! Ja, alles First Try gewonnen. Sehr nice. Und wenn ich mich nicht täusche, sollten wir hier auch gleich ein Auto gewinnen, weil bei Sunday Cup und bei Clubman Cup gewinnt man irgendwie kein Auto, wenn man ein Rennen gewinnt. Hier aber schon. Ab hier. Ja, you get a new car. Ja. Und das ist auch cool hier. Man gewinnt irgendwie für jedes Rennen ein Auto. Ne? Also nicht, wenn man hier alle Rennen abgeschlossen hat, sondern jedes Rennen direkt ein Auto dann auch. Schauen wir uns natürlich an. Was könnte das für ein Auto sein? Kann man, glaube ich, jetzt nicht heraus, wenn man nicht Japanisch kann. Aber ja, das ist ein Beat. Ne? Genau, Mugen Beat sogar. Also getunte Version. Können wir vielleicht auch für das nächste Kai-Rennen nutzen. Und ja, das war's dann auch schon für heute. Wir gucken mal kurz an, wie weit wir vorangekommen sind. 2,71%. Also geht eigentlich, ne? Und im nächsten Part werden wir uns dann unsere erste Lizenz holen, die B-Lizenz auch. Und das wird lustig, da werde ich auch versuchen, alles Gold zu schaffen. Ja, und ja, da bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao, ciao.